Shiowai, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Paper Mario The Origami King Refolded. Refolded, fragt ihr euch? Refolded ist eine Fanmod, die Paper Mario The Origami King ein bisschen wieder zurücklenkt in Richtung Paper Mario 2 und Paper Mario 1, um einfach wieder diesen typischen RPG-Charme zurückzubringen. Ganz genau, wir haben beim letzten Mal, wir sind einfach ultra krass im Fluss runtergesegelt. Es war interesting auf jeden Fall. Und jetzt sind wir hier im Shogunland. Da haben wir uns auch schon für 10.000 Coins, also viel zu teuer eigentlich, ein Ticket gekauft. Und wir steppen jetzt hier rein. Wow, seht euch das mal an. Ach, ist das nicht super klasse? Ein Tag voller Spiele und spaßiger Attraktionen liegt vor uns. Ich bin so aufgeregt, dass ich mich noch glatt verknicke. Ha, ich habe einen Witz übers Knicken gemacht, weil ich bin aus Papier. Mann, bin ich heute schon wieder lustig. Das ist das Shogunland. Aber wo stecken denn die ganzen Leute? Ist heute vielleicht geschlossen oder so? Wenn dem so wäre, hätten sie uns wohl nicht hineingelassen, Tantchen. Aber es ist ziemlich ruhig. Vielleicht sind sie gerade bei der Show. Ich will doch schwer hoffen. Wir können da rein. Tu mir das doch. Präsentiere dein Bier. Ich bin Promi. Ich bin richtig krass hier. Hier kommen die Promis. Ja, man bekommt das nur, wenn man das Promi-Ticket hat, oder was? Und zwar ins nächste Gebäude. Das sieht schon mehr interessanter aus. Das sieht hier nach Shop aus. Gibt's hier einen Shop? Merkt auf, bis brave Besucher des Shogunlands. Eilt hier entlang. Boah, auf einmal ein 4K-Gumba, das sah mega cursed aus. Es empfiehlt sich nicht, an einem ungeschützten Ort wie diesem hier zu verbleiben. Folgt mir, denn die Zeit drängt. Wohlan, der Weg führt hier entlang. Das hat sich gereimt. Das ist krass. Ja, der Gumba sieht cursed aus. Oh, brave Besucher des Shogunlands. Ergebens bitten wir um eure Hilfe. Eine grässliche Bande von Origami-Schurken fiel in dieses Land ein. Wir sind untröstlich, Shiowai. Die meisten ich bin eigentlich ein Sniffet. Sniffowai. Die meisten treuen Wärter dieses Landes wurden überwältigt und machten nun im Schloss des Shogunlands. Yeah, ey, das ist total ätzend, Bro. Wir haben uns alle so richtig coole Kostüme für den Tag hier genäht. Und, Fürwahr, unser Eintrittsgeld darf nicht umsonst gewesen sein. Untertänigst bitten wir um deinen Beistand, okay? Falschen, hier! Wir können diese Schufter es wagen, den Frieden und die historische Authentizität des Shogunlands zu zerstören. Hey, Mario, Baba, wer hätte gedacht, dass wir uns hier wieder treffen? Ich glaube, die blaue Luftschlange versperrt deinen Weg, aber da geht's zur gelben. Ich wollte nur kurz den Fluss hinunterpaddeln, Baba, und mich etwas umsehen und dann das. Diese blaue Luftschlange blockiert den Weg, unmöglich drum herum zu paddeln. Wir kommen nicht weiter, bevor wir uns nicht um die Luftschlange gekümmert haben. Das Schicksal führte uns hierher. Mario-san, Bobo-kun, eilen wir. Ich kann nicht lesen, Mann. Hey, du bist ja echt in Stimmung für diesen ganzen Kulturkram, Tantchen. Naja, du hast wohl recht. Ohne das Personal gibt es hier nichts zu erleben. Also, auf zum Schloss. Ja, vorher würde ich gerne noch diesen Block hier aktivieren. Ein Superpilzmix. Frisch gepresste Superpilze für 40 KP wieder auf. Das ist insane viel. Das finde ich lecker. Schmeckt gut, das ist... Es ist mal wieder eine etwas kleinere geraume Zeit her. Um genau zu sein, 2 Wochen, seitdem ich das letzte Video hierzu aufgenommen habe. Ich habe mich sehr auf Donkey Kong fokussiert. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich halt keine Ahnung habe. Ah, no! Eine Scharenschlacht. Okay, stellen wir uns dem Ganzen doch mal gemeinsam. Ihr wisst Bescheid, den ersten Kampf schneide ich nie aus. Alle folgenden dann aber wie immer. So, wir haben ein bisschen mehr Leben, wir haben mehr Zeit und... Let's go! So muss das, so muss das. Okay, ich bin gerade actually im Überlegen, aber ich glaube, die hier sind stärker. Die sind schließlich neu. Wir nehmen den Bebenhammer auf jeden Fall, damit wir alle direkt hitten können. Und wir schaffen auch das Timing. Let's go. Wichtig zu wissen, das sind die, die ausweichen können. Ich habe geblockt. Ich habe Blocken gedrückt. Ah. Wir können auf die nur draufjumpen. Okay. Bobby, du musst jetzt regeln. Let's go. 20 Damage reingedrückt. Okay. Die machen nochmal was. Wow, die machen ultimativ Damage. Ey, aber die sehen schon cool aus, Guys. Jetzt mal voll... Wird spaßig. So fühlt es sich also an, kurz vor dem Tod zu stehen. Es ist insane, wie viel Damage diese Viecher machen. Insane. Bisschen Heilung, ja, ein Pilz. Ich möchte hier ein paar Löcher stopfen und mich hier ein bisschen weiter umschauen. Schauen wir doch mal hier in die erste Tür hinein. Und wir sehen, dass er oben sieht nach Tod aus. Ja, ganz genau. Oh, Entschuldigung. Auf der anderen Seite der Tür, da ist so ein komisches Flüstern. Das ist richtig creepy. Okay... Jetzt bin ich scared. Wo kommen wir raus?
Hallo? Klick, klack, klickidi, klick, klick, klack. Ich wünsche, wir hätten was Besseres als diesen Knochen zum Ballspielen. Ich habe leider nichts. Aber der Knochen ist doch voll cool, hä? Wir gehen durch die nächste Tür, weil da habe ich diesen Fisch gesehen und der Fisch ist zu 100%... Okay, ist zu 100% ein Toad, beziehungsweise da links, ihr seht es schon. Ein anderes Viech. Da können wir oben durch. Hier ist ein Loch in der Wand, oder? Oh, da muss ich das jetzt reinprügeln. Ah, ja, ja, okay. Muss die Tür. Ja, vielleicht geht dieser komische gefaltete Steiger weg, wenn man ihn einfach ignoriert. No way, ich muss gegen den kämpfen. Let's go, damit wäre auch das geschafft. Heißt aber nicht, dass ich weiß, wo wir hin müssen, gell? Ich versuch's jetzt mal noch links, da waren wir nämlich noch gar nicht. Und ich hoffe, dass es dann da weitergeht. Aber hier waren noch irgendwo noch Gegner am rumlaufen. Dich zieh ich gerne raus, du verkaufst mir nämlich Stuff. Da habe ich Bock drauf, direkt. Zubehör, edel, exquisit und extra günstig. Ihr braucht es, ich hab es. Schnipselsauger. Warum denn nicht? Kann man machen. Zieht Schnipsel aus großer Entfernung an, genau. Ich vermute mal, dass das nicht immer ist, sondern genau, wie es da auch gerade stand. Den müssen wir bei den Orden aktivieren. Ich hatte auch die Hoffnung, dass er vielleicht Stuff im Angebot hat, das mich auch wirklich interessiert. So Bronze plus Abwehr Ultra Deluxe Content Stanley Parable. Ich habe irgendwie aus mir nicht der gleichen Grund das Gefühl, wir sollten zu diesem großen Gebäude hin und scheinbar war das die Lösung. Oh, also das ist mein beeindruckendes Schloss. Es überragt den ganzen Park. Die Toads, die arbeiten, werden da drin gefangen gehalten, oder? Dann mal los. Keine Ahnung, ob die gefangen gehalten werden. Was eine weirde Frage. Na gut, jetzt hört mal her. Wir retten die Toads, lösen die Luftschlange und retten den Park. Und dann haben wir so viel Spaß. Ja, also das Tor, das geht halt einfach nicht auf. Du hättest auch einfach mal klopfen können. Hallo, jemand da? Sorry, dass ich in euer Tor gekracht bin. Macht mal bitte auf. Ich glaube ja nicht, dass uns diese Fallschirme einfach aufmachen, Tantchen. Ach, alleine komme ich hier nicht weiter. Für ein Leichtgewicht wie mich ist dieses Tor zu schwer. Mario-san, ich ersuche um deine Hilfe. Komm schon, geh doch jetzt auf. Yes. Hey, das war gar nicht so schlecht, Tantchen. Ich würde dir helfen, aber ohne Hände geht das eher schlecht. Hm? Sieht man, da ist ein Schlüsselloch. Oh, supi. Dann müssen wir nur noch den Schlüssel finden. Kein Ding. Aber der Schlüssel, der könnte überall versteckt sein, Tantchen. Ja, stimmt, ja. Dieser Park ist so riesig. Dann fangen wir wohl mal besser an, ihn zu suchen. Oh, no. Ich habe diesen Toad hier gesehen, aber ich will vorher noch ganz kurz speichern. Safety first, guys, ihr wisst alle Bescheid. Hello, Mr. Toad. Das Dienstzimmer muss ich finden. Okay, dann gucken wir doch mal hier links lang, ob es für den weitergeht. Da ist eine riesen Koopa-Shell einfach. Okay. Kein Plan. Ignorieren wir erstmal. Solange es uns nicht stört, glaube ich auch eher gar keinen Stress. Quell der frischen Farben. Ist das hier die geheime Quelle? Aber es ist so dunkel. Vielleicht ist es ja so dunkel, damit alles ein Geheimnis bleibt. Ich bin mal, Guys, ganz kurz. Der Quell der Farben ist, glaube ich, in Welt... Wir sind jetzt in Welt 2 und der Quell der Farben kommt erst in Welt 5 vor. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich da reingehen soll oder nicht. Dann gehen wir da lieber nicht rein, weil ich habe keinen Bock, mich in Welt 5 zu teleportieren und dann keine Ahnung haben, wie ich wieder zurückkomme. Wobei, es reizt mich schon. Mal gucken, was sich hier drin befindet. Das ist cursed. Ein Fotostudio. Ja, hier ein bisschen Greenscreen und dann Shy-O-Y öffne die Dose aufnehmen. Warum denn nicht? Och, Guys. Das war mir so cringe. Ich hatte so ein unangenehmes Gefühl, als ich das gepostet habe. Aber ihr müsst schon ehrlich sagen, war schon cool, oder? Es war cringe, aber cool. Schreibt mal eure Meinung zu Where the Dosenöffner Ad in die Kommentare. Gibt's hier was? Ich denke nicht. Aber ich habe so das ein oder andere Gefühl, dass es... Oh, wir können die bestimmt gleich belauschen. 1000 Coins. Papmacho schläft. Sitzt fest. Macht Geräusch, wacht auf. Genau. Macht Geräusch, wach auf. Geräusch, Geräusch, Geräusch. Aufwachen, aufwachen, aufwachen. Kann ich? Yo, wie krass. Ist doch bestimmt was hinter. Zerquetscht mich nicht. Ich bin nur ein harmloser Toad. Baba! Das ist ja insane.
den hätte ich safe nicht gefunden. Ich wollte nur wissen, ob man da rüberlaufen kann, weil das so ein bisschen sass aussah, aber auch so, als könnte man runterrutschen, aber scheinbar nicht. So, darunter, da sehe ich doch Gegner. Wir gehen erstmal ganz entspannt nach oben. Guys, Pappmacho wach, geht jetzt. Genau, das war auch meine Idee. Kann ich den irgendwie noch anlocken? Oh, da gibt's Coins für, cool. Dann steppen wir doch straight up mal. Komm, ich wollte B drücken. Mann, ich hatte die Hoffnung, dass wenn wir B rein smashen, dass wir dann den Erstangriff bekommen. Schade. Boom, wunderbar. Mario, du hast mich gerne, ich bin dir so dankbar. Baba! Mehr oder weniger gut war das jetzt. So, jetzt ist aber hinten doch frei. Da können wir doch jetzt hin. Und dann in die Tür. Nein, können wir nicht. Ich habe ein Promi-Billet. Erstmal können wir hier so Shortcuts öffnen. Was war hier gerade? Ah, das sind die Tinkspiele. Ich finde diese Dosen schon auch cool. Ich habe Angst. Oh, da ist eine Libelle. Eine Libelle. Heißen die so, oder? Dragonfly. Im Englischen einfach Drachenfliege. Imagine, ihr heißt im Deutschen Libelle und im Englischen Drachenfliege. Das ist auch schon ein Downgrade. Deutsche Übersetzung wieder on point as always. Okay, ihr seht mich nicht. Yikes, ich bin durch. Hier gibt es sehr, sehr viel zu watchen, actually. Zu watchen vor allen Dingen. Ich bin schon wieder so in meinem denglischen Mode inside. So like, dass ihr auch alles understandet, was ich am Talken bin about. Es tut mir so leid. Ich habe häufiger mal einfach irgendwelche... Ich bin manchmal einfach, es tut mir leid. Ich dachte, dass wir heute Wurfstände trainieren, aber ich habe kein Bambusrohr. Ich habe auch keins. Können wir hier rein? Auch nicht. Das leuchtet. Oh, das ist das, was er gerade gesagt hat mit den Faltarmen. Ja, Rinder. Reifen. Shazam. Let's go. Das ist nur ein Toad. For real jetzt. Hier gibt's was. Wir können da rein. Das ist schon mal etwa. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. War immer wieder schön. Ist heute schon wieder so ultra warm. Ich dachte, ah, so September, da wird es vielleicht ein bisschen entspannter, ein bisschen kälter. Da kann man doch auch mal 10 Aufnahmen an einem Tag machen. Nö. Oh, danke schön, danke schön. Eben als wieder Gegner gewesen wären. Ah, ich bin gerettet. Baba, ist super cool. Dankeschön. Ich will, also, ja, es ist klasse und... Was? Was war mit Sträumen? Ich habe Sträumen gelesen. Tee trinken und Sträumen. Dings, der braucht was zum Atmen unter Wasser. Okay, wo sind die? Die sind da ab. Die laufen jetzt dran vorbei. Und wir sneaken uns hinter denen durch. Das sah sass aus, ja. Libellen-Action. Hier sind ein paar Leute vom Parkpersonal durchgekommen. Der Eingang muss ganz in der Nähe sein. Welcher Eingang? Ah, zu diesem Verwaltungsgebäude? Alles klärchen. Lol, eine Kiste? Bitte. Ach, ich will doch keinen Schatz, Mann. Eine Sitzbank. Wer stellt sich denn einen Sitzbankpokal in sein, weiß ich nicht, Dorf rein? Also, I mean, Oh, hier geht's aber ganz schön ab mit Toads. Ja, let's go. Okay, Guys, was ihr verpasst habt, als die Toads gerettet habt, der Parkschlüssel fehlt einfach und alles ist total ausgerastet. Und Donkey Kong. Donkey Kong. Guys, Donkey Kong. Guys, ein Goomba und da hinten einfach der Helm von Samus. Aber Donkey Kong. Für die, die es nicht wissen, ich bin ja der größte Donkey Kong-Fan der Welt. Oh mein Gott, das ist ganz schlimm. Probier sie ruhig an. Ich darf die jetzt aufziehen. Ja, Donkey Kong. König des Urwalds. Wahrscheinlich König des Urwalds. König der Galaxis. Mann, das ist Thanos nur in real. Ich will die anziehen. Natürlich. Oh, das wäre jetzt cool gewesen, wenn da Donkey Kong Musik wäre. Klingt fast wie ein Donk Donk. Ich mag den Rhythmus. Da will ich gleich mal einen Kong dazu schreien. Ich meine Song.
Fand ich gar nicht witzig jetzt. Ich muss sie alle anziehen? Ah, okay. Goomba-Maske. Ach, das ist jetzt keiner brauner laufender Pilzmaske, oder was? Weiß ich nicht. Zieht er die jetzt alle an? So laufen Goombas nicht rum. Was ein Schenkelklopfer. Ui, 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 ui. Oh, ist das lustig. Nee, fand ich jetzt ja... Weiß ich nicht, was ich zu sagen soll jetzt. Also, ist auf jeden Fall cool, aber jetzt nicht so, weiß ich nicht. Und natürlich den Metroid-Helm. Ich meine, Sternen... Weiß ich nicht, Sternenritter... Weltallkriegerin-Maske. Galaktisch getarnt, leider ohne Feature zur Ballverwandlung, steht hier. Strong. Ich habe Metroid Dread natürlich, ich nicht. Aber ich besitze es, ich habe es gespielt. Aber da darf jetzt die echte Metroid-Musik kommen, oder? Aber bei Donkey Kong kommt irgendeine random Dschungelmusik. Fühl ich mich schon auch ein bisschen enttäuscht, nicht? Das sieht echt basic aus. Das würde ich gerne mal am Samus-Tag probieren. Wahrscheinlich, aber Donkey Kong dürft ihr nicht beim Namen nennen? Hört Donkey Kong nicht zu Nintendo, hä? Ja, ich bin maximal verwirrt. So, wir haben jetzt hier alles, wir steppen jetzt ganz entspannt weiter. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Donkey Kong keinen Namen bekommen hat. Wo war der Ausgang? Hier. Okay, ich habe ein paar Toads befreit, die gesagt haben, yo, also kommt uns mal besuchen. Die so gesagt haben, yo, kommt uns mal besuchen. Und das tun wir jetzt. So, der sieht uns nicht, der sieht sich und zack, durch. Aber da ist der Kaffeestand, wo es Strohhalme gibt. Da müssen wir hin. No way. Mir reicht jetzt meine Schnipsel nicht. Hier gibt's Kaffee. Du hast einen Strohhalm. Alle Gläser hier sind so flach. Wie soll aus denen nur jemand trinken? Wie gut, dass ihr einen Strohhalm mitgebracht habt. Danke für diesen Strohhalm. Und diesen Strohhalm können wir dem Ninji geben. Damit er seine Unterwassertauchaktion machen kann. Aber das machen wir beim nächsten Mal, Geist. Abo da lassen, Like da lassen und checkt dieses Video ab. Es war geisteskrank. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.